Herzlich willkommen hier bei We Love MMA. Wir haben bald das Event in Berlin. Am 16.12. ist es soweit. Vorher bei mir stellt sich Kevin Hanks nochmal unseren Fragen. Kevin, grüß dich. Hi, hallihallo, guten Tag, grüß dich. Wie geht's dir? Schön, dass du wieder bei We Love bist. Schön, dass wir wieder einen Fight von dir sehen. Wie geht's dir? Erzähl gerne so ein bisschen, wie deine Vorbereitungen laufen. Mir geht's Gott sei Dank ganz gut. Ich fühle mich gut. Bin auch wieder froh, bei We Love MMA auftreten zu dürfen. Jahresabschluss immer eine schöne Sache vor so vielen Zuschauern. Auch immer wieder eine schöne Organisation, We Love MMA. Da freue ich mich besonders drauf. Die Vorbereitung lief aktuell gut. Ich habe ja Gott sei Dank das Glück, dass ich ein eigenes Gym habe, welches Gott sei Dank auch gut läuft in dem Sinne. Da kann ich dann mein Training auch selbst gestalten. In dem Bereich fühle ich mich eigentlich jetzt momentan gut. Da will ich auch bleiben. Habe zwar inzwischen schon 36 Jahre auf dem Buckel. Einmal hier WWLin, mal da WWLin. Bleibt leider nicht aus, aber im Großen und Ganzen bin ich doch glücklich und zufrieden. So kann es weitergehen. Ich schiebe dem Tag entgegen und ich freue mich auf kommende Woche. Hast du jetzt eigentlich alles so ziemlich gut gepackt zusammengefasst? Das war das Schlusswort. Nee, Spaß. Ja, du hast gesagt, du hast dein eigenes Gym, so bekommst du alles unter einen Hut. Dir gehört das Kampfgeist-Gym in Reilingen in Baden-Württemberg. Und da frage ich mich doch, also ich finde das ja so bemerkenswert, weil ich mir immer denke, wow, der muss da wahrscheinlich wirklich im Gym schlafen, denn das ist sein Job, das ist seine Bestimmung. Und dann muss er auch noch kämpfen. Wie bekommt er das alles unter einen Hut? Ich kann es mir nicht vorstellen, deshalb erklär es mir mal. Also, es wird jetzt ein bisschen ausschwenken, aber bleibt leider nicht aus. Ne? Es ist tatsächlich so, dass ich im Gym wohne, mehr oder weniger. Mein Haus ist 100 Meter weiter, also in der Nähe vom Gym. Unser Gym ist direkt auf der Hauptstraße. Nichtsdestotrotz nehme ich trotzdem das Auto für die Arbeit sozusagen. Man muss ja die Energie sparen fürs Training. Ne? Da werde ich immer ein bisschen angelächelt diesbezüglich. Auf alle Fälle mit dem Gym, Privatleben. Ich habe ja noch eine Fightwear-Kollektion, da habe ich noch eine Marke. Dann habe ich noch eine Nutrition-Marke bezüglich Sporternährung. Ich habe ja ein Studium absolviert bezüglich Ernährungsberatung für Hochleistungssportler, Schwerpunkt Supplementierung. Da bin ich auch tätig und es ist wirklich ein Fulltime-Job. Man macht es gern. Solange man es gerne macht, ist es eine feine Sache. Ich arbeite auch samstags, sonntags, wenn man das Arbeit nennen darf. Solche Sachen wie Feiertage oder Urlaubstage ist schwierig in meiner Branche, beziehungsweise prinzipiell sich das zu nehmen, aber das ist auch in Ordnung so, weil, wie gesagt, ich kenne auch nicht mehr das Gefühl, dass ich sonntags abends auf der Couch liege und denke, Montag musste wieder ran. Ist halt ein großer Unterschied, deswegen bin ich da voller Tatendrang, kriege das auch mit Nachwuchs alles unter einen Hut. Ist aber nichtsdestotrotz immer sehr zeitintensiv. Aber wie gesagt, wenn man Dinge gern macht, ist es einfach so. Und die klassische 40-Stunden-Woche habe ich auch nicht mehr. Also dann kann es mal sein, dass du morgens um 6 Uhr das erste Personal-Training hast oder abends um 21 Uhr den letzten Kurs. Dazwischen hast du mal ein bisschen Luft, dass du ein bisschen was kochst oder mit dem Hund mal spazieren gehst. Aber auch hier eine gesunde Dosierung muss hier immer sein. Bezüglich Vorbereitungstraining habe ich auch immer die guten, also beziehungsweise ich habe gute Trainingspartner um mich herum, hungrige Leute um mich herum. Wir am 16. Dezember stellen wir jetzt 5 Kämpfer an diesem Tag, 4 bei einem Event hier in Mannheim, 4 Amateure, ein Pro, das bin ich in dem Fall. Also was das angeht, habe ich auch hungrige Leute um mich herum. Das ist immer ganz, ganz entscheidender Faktor, dass wir da auch dementsprechend die Leute um dich herum hast. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich habe ein gutes Umfeld, ich habe Leute, die mir den Rücken frei halten, auch jetzt bezüglich bei der Kursvertretung, wenn wir jetzt zur Waage fahren, beziehungsweise nach Berlin hochfahren, mit einem richtigen Team kommt der Erfolg von selbst und natürlich muss halt immer dahinter bleiben. Meistens lege ich die Füße abends hoch, bei mir ist so, dass ich jetzt beziehungsweise auf den Urlaub entgegenfieber ist bei mir eher weniger. Es ist tatsächlich so, dass am Ende des Tages, wenn mal alles gut gelaufen ist, legt man die Füße hoch und dann nimmt man aber auch das Tempo komplett raus. Aber wie gesagt, so das klassische Denken wie früher, ich muss jetzt noch 3 Wochen arbeiten für 3 Wochen Urlaub oder ähnliches, das hast du nicht mehr. Und es lebt sich deutlich einfacher und gesünder, so wie es jetzt gerade ist. Man soll es kaum glauben. Also bei einer Sache sprichst du mir auch wirklich aus der Seele, und zwar, naja, selbstständig bedeutet selbst und ständig. Da hast du nicht dein du stempelst da nicht um 9 Uhr und alles, was vor 9 Uhr passiert, das bockt dich einfach nicht. Und
Dir ist es auch wichtig, wie es den Finanzen der Firma geht. Als normaler Arbeitnehmer ist das ja alles ein bisschen anders. Und das ist wirklich, das ist viel, viel mehr als 40 Stunden die Woche. Und deshalb auch großen Respekt, dass du das da alles so erfolgreich schaffst, unter einen Hut zu bekommen. Und du hast ja auch gesagt, ihr stellt ein paar Fighter und ich weiß nicht mehr, wo genau ich das aufgeschnappt habe, aber besonders ein Fighter, glaube ich, war es auch, der dich motiviert hat, nochmal so richtig Vollgas zu geben bei euch. Hab ich das richtig auf? Ich habe das einfach im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder ob du das mal Ja, irgendwo gesagt hattest. tatsächlich ist es so, also einer meiner ursprünglichen Partner, beziehungsweise ursprünglich, der ist momentan, war der von Verletzungen geplagt, der hätte auch in Berlin kämpfen sollen, da ist der Manuel Sprau, der ist jetzt langsam erst wieder im Training. Er ist unter anderem ein sehr hungriger Partner, obwohl er schon Ü30 ist. Und dann haben wir tatsächlich vor 6 Wochen, 6 oder 8 Wochen, einen jungen Tschetschenen bekommen, der 19 Jahre erst ist, der mit in jungen Jahren schon angefangen hat mit Sambo, ein sehr, sehr starker Trainingspartner. Und unterhaltsamerweise durch ihn hat wieder so ein bisschen das Wettkampffeuer geglüht, weil es tatsächlich so war, du merkst einfach die Jungs, dass die anders hungrig sind beim Training, die kämpfen um jeden Millimeter. Und das war eigentlich mit der Faktor und auch mein Haupttrainingspartner jetzt für die Vorbereitung, um da wieder zurück in die Spur zu finden. Er hat auch schon gekämpft bei Wheel of MMA, hat seinen ersten Amateurkampf gemacht, hat in der ersten Runde gewonnen durch Triangel nach einer sehr dominanten Runde, nach 2 Minuten ungefähr. Ja, wie gesagt, und das ist tatsächlich, muss ich sagen, echt der Grund, wieso ich jetzt wieder noch dieses Jahr unbedingt kämpfen wollte, weil das Messen mit ihm im Training, es hat mir so viel Spaß gemacht wieder und ich war dieses Jahr einfach von Verletzungen geplagt. Ich habe mir beim letzten Kampf, wo ich das erste Mal tatsächlich in meiner Karriere ausgenockt wurde, bei einer großen Organisation, habe ich mir bei einer Armbar Escape die Kapsel abgerissen. Dann habe ich mir kurz daraufhin ist mir im rechten Knie eine Zyste geplatzt. Daraufhin ist mir im linken Knie das Außenband angerissen. Daraufhin wurde mir ein Stück von meinem Auge weggeschnitten, hatte ich einen bakteriellen Infekt im Auge und zu guter Letzt ist mir die distale Bizepssehne abgerissen. Das war jetzt alles in einem Jahr. Ich habe tatsächlich so viel Verletzungen dieses Jahr gehabt, wie die ganze Karriere nicht. Da war es immer natürlich, bin ich mit 36, lodert das Feuer noch, lodert es nicht. Das ist alles ein bisschen schwierig, vor allem wenn du ein Geschäft führen musst. Das sind wieder ganz andere Aspekte dahinter. Aber es war tatsächlich so, dass durch den Trainingspartner bin ich jetzt sehr dankbar drum, der auch regelmäßig auf der Matte erscheint, der übrigens, wie gesagt, auch am 16. kämpft in Mannheim. Bin ich wieder da hungrig geworden und jetzt macht es mir mehr Spaß denn je. Ich hoffe, dass ich gut alles auskuriert habe. Bis jetzt geht alles. Sollte noch 1,5 Wochen halten. Und ja, so ist jetzt der aktuelle Stand und ich freue mich drauf. Fühle mich gut. Besser denn je. Ja, so viel dazu. Das ist aber auch eine absolut geile Sache, finde ich. Also, das stelle ich mir ein bisschen wirklich so Rocky-mäßig vor, wie du da quasi saßt, so von Verletzungen geplagt und dieser Stresspegel war wahrscheinlich sehr hoch. Und dann kommt da ein junger Tschetschene, wahrscheinlich so eine absolute Maschine, und der sagt: Coach, nein, wir machen jetzt noch weiter. Und dann zieht er den Coach noch weiter hoch und dann weckt er quasi, du weckst ja auch das Feuer in ihm. Aber dadurch, dass der dann mit so einer Leidenschaft dabei bist, bist du dann auch mit so einer Leidenschaft dabei. Das ist doch eine absolut geile Sache. Ich habe eine Frage, habe ich tatsächlich. Du hast ja gesagt, Ja. Manuel Sprau, kenne ich natürlich. Hat ja auch bei WeLove bereits schon mal gekämpft, und da habe ich mir gerade seine Bilanz angeschaut. Ihr habt ja mal gegeneinander gekämpft. Tatsächlich, jawohl, wir haben gegeneinander gekämpft. Den Kampf habe ich auch gewonnen. Unterhaltsamerweise sind wir sehr, sehr gute Freunde inzwischen, waren auch mit den Familien zusammen im Urlaub. Und mein Sohnemann ist inzwischen 8 und er wollte immer den Kampf sehen zwischen mir und dem Manuel. Und den habe ich ihm bis heute nicht gezeigt. Also weiß nicht, ob man schon gesehen hat oder nicht. Oder ein paar Ausschnitte, was auch immer. Vielleicht bei seiner Mutter daheim, ich weiß es nicht. Aber ich zum Beispiel, ich schaue mir weder die Bilder von diesem Kampf an, noch das Video. Hat aber, wie gesagt, den Hintergrund, weil ich ihn einfach gern habe inzwischen. Er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und es ist jetzt ein Teil, wie gesagt, von meiner Wettkampfgeschichte, auch von seiner. Eine ganz unterhaltsame Freundschaft, ne? Aber nichtsdestotrotz. Sind wir jetzt, wie gesagt, beste Freunde, kann man schon so sagen, zusammen im Urlaub gewesen mit den Mädels und mit dem Nachwuchs damals.
Ja, wie gesagt, seltsame Entwicklungen manchmal. Erst haut man sich ins Gesicht, volle Kanone, ne? Und dann nimmt man sich in den Arm. Und jetzt ist er, wie gesagt, hier mein Trainingspartner. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Sein Junior ist auch bei mir, bei den Minis mit im Kurs. Da kommt er auch immer mit dazu. Also teilweise hat die bei den Minis, bei den Vierjährigen, die Trainerqualität, mehr Qualität wie bei manch anderen im MMA-Bereich, mit Manuel und mit mir. Ja, wie gesagt, ist eine unterhaltsame Freundesgeschichte sozusagen. Total coole Geschichte. Und aber jetzt guck mal, ne, hast du den Kampf zwar nicht mehr angeguckt und so, aber Split Decisions, wenn ihr jetzt so befreundet seid, wird sich da manchmal immer noch geärgert? Ja, im Urlaub tatsächlich. Im Urlaub ein bisschen aufgezogen worden, aber es ist jetzt nicht so, dass es, wie soll man sagen, dass eine Art Respektlosigkeit herrscht oder irgendwas in irgendeiner Form noch nie. Auch im Training ist es tatsächlich so, dass man, wenn man auskämpft, immer respektvoll auskämpft. Was natürlich war zuletzt unter anderem, jetzt vor, ja, 14 Tagen oder so, wenn es jetzt wirklich in die Hätte reingeht, habe ich mir natürlich zu Manuel gesagt, das soll mit jemand anderem machen, weil jetzt ist die Phase, wo ich mich nicht mehr zurücknehmen kann. In der Vorbereitung oder in der Offseason ist es eine Sache, aber so 3, 4 Wochen vorm Wettkampf brauchst du einen Partner, da darfst du dich nicht mehr zurückhalten. Und dadurch, wie gesagt, habe ich dann den Ilias genommen, mit dem konnte ich dann wirklich gut ausballern. Das ist, wie gesagt, der Hauptaspekt dahinter. Aber nichtsdestotrotz, ja, so viel dazu, wenn man noch was dazu sagen kann, ja. Finde ich total geil. Ich musste es einfach ansprechen gerade, weil ich bin auf seine Bilanz gegangen und da habe ich gesehen, ich glaube, sein vorletzter Fight, ne, war das. Und dann sehe ich Genau. Kevin Angst, das Split-Decision-Niederlage, also von ihm. Ich so, hey, okay, Genau, krass. und für seinen letzten Kampf damals bei einer Eventreihe, ich glaube, IFC war es, hat er auch den Titel geholt im Weltergewicht. Da habe ich ihn betreut tatsächlich beim Gewichtmachen und bei der Vorbereitung. Da war er schon bei uns. Es war schon ganz unterhaltsam. Der kam direkt nach dem Kampf, ist er zu uns ins Gym gewechselt. Er hat gemerkt, beim Kampf gegeneinander, als ich gegen ihn gekämpft hatte, was für ein Zusammenhalt bei unserem Gym auch war, muss man sagen, wie viele Leute da waren, wie herzlich alles war. Und dann kam er, ich glaube, 2 Wochen später die Tür rein, wollte mal mittrainieren und seitdem ist er ein fester Bestandteil, ganz unterhaltsam. So war das, ne? Das ist praktisch, wenn der Gegner auch quasi aus dem Südwesten kommt, weißt du? Das ist immer wieder unterhaltsam auch. Er ist ja Polizist und ich bin tätowierter Kevin mit Migrationshintergrund. Seltene Freundschaft, ne? Ja. Ja, früher war das mit der Polizei ein bisschen anders. Jetzt sind wir gute Freunde. Gehört auch mal dazu, ne? Man wird ja älter. Insofern alles richtig Ja. gemacht, ne? Einfach eine geile Geschichte. Genau, und du kämpfst jetzt gegen Veselin. Natürlich ein Fighter, den kennt man und den schätzt man ja eigentlich mittlerweile auch. Was erwartest du von ihm? Also, ich meine, eins muss ich Veselin auch lassen: der Typ kommt schon, um zu kämpfen und verteilt auch ordentlich Fäuste. Wie nimmst du ihn wahr? Wie bereitest du dich auf ihn vor? Also tatsächlich habe ich immer großen Respekt vor den Gegnern, auch vor Veselin. Er ist vom Charakter her ein sympathischer Typ, so habe ich ihn zumindest kennengelernt. Was man ihm auch lassen muss, ist, dass er physisch stark ist. Das sieht man in allen seinen Kämpfen. Allerdings, was das Problem immer wieder war, unter anderem, das liegt aber daran, dass er viel mit seiner Physis arbeitet, die Cardio. Da, wie gesagt, da hat er schon immer Nachholbedarf gehabt und da glaube ich nicht, dass er auch viel nachgeholt hat, aus dem einfachen Grund. Dadurch, dass er auch nicht mehr der Jüngste ist, gibt es gewisse Dinge, die änderst du einfach nicht mehr. Ne? Unter anderem diese Sache oder die Trainingsmethodik im Allgemeinen. Da, wie gesagt, ich halte viel von ihm, muss ich sagen. Allerdings zwar nur limitiert vom Zeitrahmen her, von der Belastung her. Bei all seinen, auch jetzt gegen den Ergaif zum Beispiel, bei all seinen Gegnern oder gegen Leo Naumann, die hat er alle schon auf den Boden gebracht. Also so war es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass er nicht viel gemacht hatte, aber es war auch so, wenn ein, zweimal der Take dann ausgekämpft wurde, war einfach der Dampf draußen. Aber mit Selim hatte er normalerweise auch einen guten Ringer, den hat er runtergebracht. Mit Leon ist kein Nachwuchstalent, ist kein schlechter, den hat er auch auf den Boden gebracht. Ich bin mal gespannt. Ich selbst hatte bis heute, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen physisch, also ich bezeichne jetzt mal physisch starken Greco-Ringer, hatte ich bis heute noch nicht. Ich bin mal gespannt, was da für eine Power auf mich zukommt. Deswegen, von der Statur sind wir ja gleich. Also wir haben auch ungefähr das gleiche Gewicht. Ich glaube, er ist 1,76, ich bin 1,76. Wir haben beide circa um die, also ich hatte jetzt 93 Kilo die ganze Zeit. Also er wird auch um die 91, 92 haben, denke ich mal. Also es wird unterhaltsames Match, Ringer gegen Ringer, wer die längere Pumpe hat wahrscheinlich, ne? Ja, geil. Da freut man sich doch auch schon drauf. Und
Das klingt so, als ob du schon ganz genau weißt, wie du gegen ihn vorgehen musst. Das verspricht uns doch einen geilen Fight. Und Kevin, ey, ich danke dir für deine Zeit. 15 Minuten sind wie im Flug vergangen, muss ich ganz Perfekt. ehrlich sagen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch nochmal Dank für deine Zeit. Dein Fight sehen wir am 16.12. bei Wheel of MMA 69 in Berlin aus der Mercedes-Benz Arena. Und das Schlusswort, das gehört natürlich voll und ganz dir. Erstmal Dankeschön fürs Interview, fürs Interesse auch im MMA-Bereich, auch für mich die Person. Dann auch Dankeschön an meine Trainer natürlich, Dankeschön an mein Trainingsumfeld. Dankeschön an Wheel of MMA, danke auch an Sven Neumann, mit dem ich immer in Kontakt stehe bezüglich Wettkämpfe. Ich freue mich drauf auf nächste Woche. Ich freue mich auch auf dich, Carsten. Können wir noch mal quatschen. Und bis dahin, gutes Gelingen. Kommt alle gesund in Berlin an. Wenn nicht, alternativ schaut natürlich das Event live an vom Fernseher bei Bild TV. Das war's schon. Mehr gibt es nicht zu sagen. Veselin, wir sehen uns. Alles Gute auch dir, alter Mann. Bis nächste Woche.